Heute ist der Tag des Handwerks. Jeder von uns kennt Handwerker. Immerhin gibt es noch 4 Millionen von ihnen. Aber wer weiß, dass es über 130 Ausbildungsberufe gibt. Von A bis Z, vom Augenoptiker bis zur Zweiradmechanikerin. Vom Bäcker bis zum Uhrmacher. Was wären wir ohne diese Berufe? Ohne alle diese Gegenstände. Und tatsächlich gab es in den letzten Jahren große Probleme für das Handwerk. Immer weniger junge Leute entscheiden sich für Berufe im Handwerk. Das ist schade, denn es gibt dort die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, kreative Dinge richtig gut in Form zu bringen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Unser Sohn wird Tischler, mein Bruder ist Kfz-Mechanikermeister. Und ehrlich gesagt, im täglichen Leben sind die beiden sehr viel besser zu gebrauchen als ich als Juristin. Aber das nur am Rande. Die Politik hatte auch ein Stückchen was dazu getan, nicht Gutes. Und zwar 2003 wurden 53 Berufe damals von der rot-grünen Bundesregierung aus der Meisterpflicht genommen. Das klang erst mal gut, zulassungsfrei. Liberalisierung. Aber am Ende führte das zu Verwerfungen. Denn jeder kann heute diese Berufe ausüben, und zwar ohne qualifiziert zu sein. Darunter leiden auf der einen Seite die Verbraucher und auf der anderen Seite auch die Ausbildung, denn es fehlt an Qualität. Nur eine Zahl: 2004 gab es 12.000 Fliesenleger, heute 69.000, weil jeder Fliesen legen darf, aber es eben nicht kann. Und deshalb haben wir jetzt politisch beschlossen in Berlin, wir wollen immerhin 12 Berufe zurück in die Meisterpflicht führen. Dazu gehört auch unter anderem ein Beruf hier aus unserer Region, der Orgelbaumeister, aber eben auch der Fliesenleger und. Der richtige Weg in die richtige Richtung. Und überlegt selbst, vielleicht ein Handwerk zu erlernen, auch später. Das wäre zum Beispiel mein Wunsch. Ich wollte früher Bäckerin oder Konditorin werden und dachte, oh nein, das ist am Ende nichts, weil ich früh aufstehen müsste. Hätte ich mich mal besser informiert, dann wüsste ich heute, dass das mit dem frühen Aufstehen längst der Vergangenheit angehört. Aber jetzt weiß ich, wenn ich nicht mehr in der Politik bin, dann will ich genau dort ein Praktikum machen, um es zu lernen und vielleicht einmal eine Handwerkerin zu sein.